sicher, dass wir hier richtig sind? Ich befürchte schon. Na, das kann ja heiter werden. Wo sollen wir denn hier etwas finden? Ich meine, etwas, das nicht aus Stein und Schutt besteht. Gute Frage. Aber wir müssen einfach den Glauben haben, dass es uns gelingen kann. Und wo nehmen wir diesen Glauben her? Also bei Ihnen ist das ja relativ offensichtlich, aber mir fehlt da ehrlich gesagt im Moment ein wenig. Wollen Sie einfach so aufgeben und sich in Ihr Schicksal fügen? Da ist was dran. Schließlich können wir uns ja auch später noch in Ruhe zurücklehnen und die über uns hereinbrechenden Katastrophen genießen. Schauen wir uns noch einmal an, was Schwester Elise geschrieben hat. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Hier steht, der Schlüssel lag all die Jahre gut versteckt in den Ruinen von Gatineau. Und der Heilige, der mir den Weg dahin wies, erschien mir jede Nacht im Traum. Der Heilige? Fragen Sie mich nicht. Ich weiß auch nicht viel mehr als Sie. Vorschlag. Ich schaue mir den Brief nochmal in Ruhe an. Vielleicht wurde irgendetwas falsch übersetzt und wir haben einen Hinweis übersehen. Sie halten in der Zwischenzeit Ausschau nach allem, was auch nur ansatzweise an einen Heiligen erinnern könnte. Bleibt die Frage, welcher der beiden Strohhalme, an die wir uns da klammern, einen erbärmlicheren Eindruck macht. Versuchen Sie es einfach mal mit etwas Glauben. Woran ist eigentlich nicht entscheidend, aber ohne Glauben kommt man nicht weit im Leben. Ja, ich weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach dem mysteriösen Heiligen. Wenn Sie eine etwas heißere Spur als diese hier haben, dann erlösen Sie mich bitte von meiner Suche. Mach ich, versprochen. Ach, bevor ich's vergesse, dem Brief von Elise lag noch eine seltsame Skizze bei. Keine Ahnung, was sie darstellen soll, aber vielleicht hilft sie Ihnen bei der Suche. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge wissen wir nicht so genau, was passiert ist, ob unser Freund jetzt gesprengt wurde oder nicht, aber wir gehen natürlich vom Besten aus. Und in dieser Folge müssen wir weitersuchen. Oh, wir haben nur noch die Skizze im Inventar, mehr nicht mehr. Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Okay. Muss ich damit jetzt was anfangen können? Ich glaube, das ist das Ding, was wir gebastelt haben auf dem Schiff. Das sieht zumindest so ähnlich aus. Okay, dann schauen wir doch erstmal. Vorsicht, Steinschlag. Das Schild warnt vor Steinschlag. Mhm. Der arbeitet wohl hier. Hallo, was machen Sie denn hier? Hallo, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Sie befinden sich nämlich auf abgesperrtem Gelände. Ups. Oh, ich habe nirgends eine Absperrung gesehen. Naja, es ist doch mehr eine unsichtbare Absperrung. Das ist das Gelände der Lazare Construction. Und Unbefugten ist der Zutritt verboten. Unsichtbare Absperrung? Wird die dann auch von unsichtbaren Wachen kontrolliert? Sie haben recht. Eigentlich kann es mir ja völlig egal sein, solange Sie mir nicht im Weg rumstehen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich vermesse das Land. Ja, das sehe ich. Aber wozu? Hier soll ein Freizeitpark entstehen und die Ruinen von Gatineau sollen Bestandteil des Parks werden. Als begehbare Touristenattraktion? Exakt. Und ich muss genau festlegen, auf welchen Wegen sich die Besuchermassen bewegen können, ohne dass es gefährlich wird. Für die Besucher oder für die Ruinen? Sowohl als auch. Schließlich würden 100 Leute, die in einer historischen Stadt durch den Fußboden brechen, weder den Leuten noch der Stadt besonders gut tun. Klingt logisch, aber besteht nicht die Gefahr, dass auch Sie hier irgendwas Wertvolles zerstören könnten? Nein, die Archäologen haben ihre Arbeit ja bereits abgeschlossen. Ansonsten dürfte ich hier gar nicht rumlaufen. Und Sie dürfen das eigentlich sowieso nicht. Tun Sie einfach so, als wäre ich gar nicht da. Was haben die Archäologen denn hier so gefunden? Irgendwas Spektakuläres? Keine Ahnung, die waren schon weg, bevor ich hier angefangen habe. Schade, dann gibt's hier nichts mehr außer Steinen? Interessieren Sie sich für was Bestimmtes? Vielleicht kann ich Ihnen ja behilflich sein. Inwiefern? Tja, auch Archäologen übersehen schon mal was. Sie meinen, Sie haben schon was gefunden? Wer weiß? Das ist Diebstahl an der Wissenschaft. Mein Ex-Freund würde Sie für sowas vor Gericht zerren. Der ist aber nicht da. Und da ich ein Auge dabei zudrücke, dass Sie sich hier auf abgesperrtem Gelände aufhalten... Schon verstanden. Eine Hand wäscht die andere. Genau. Sollten Sie zufällig noch über etwas historisch wertvoll Anmutendes stolpern? Ich werde dran denken. Haben Sie hier irgendwo einen Heiligen gesehen? Oder etwas, das mit einem Heiligen zu tun hat?
Und bitte jetzt keine mehr oder weniger lustigen Witze. Die Frage ist durchaus ernst gemeint. Okay, keine Witze. Aber leider auch keine Heiligen. Ist denn dieses Trümmerfeld wirklich das Einzige, was von Gatineau übrig geblieben ist? Ja, soweit ich weiß schon. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar. Wir müssen ja alle zusehen, wo wir bleiben. Und als Landvermesser verdient man nicht gerade königlich. Wonach genau suchen Sie denn? Alles, was wertvoll sein könnte. Tafelsilber, Tonkrüge, Münzen. Einfach alles. Aber unter dem ganzen Schutt kommt man da doch meist gar nicht ran, oder? Keine Sorge, ich habe schon schweres Gerät im Auto. Damit kann ich ganze Häuser einreißen. Da macht so ein bisschen Schutt keinerlei Probleme. Oh, okay. Okay. Ich überlasse Sie dann wieder Ihrer Arbeit. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir noch weiter fragen konnten oder ob er dann das Gleiche sagte. Also ich kann mal nichts mehr machen oder angucken. Kann ich mit dem noch irgendwas besprechen? Schon irgendwelche neuen Erkenntnisse aus dem Brief von Schwester Elise? Nein, leider nicht. Was macht die Suche nach dem Heiligen? Ich war schon mal erfolgreicher. Vielleicht würde es helfen, wenn Sie sich auch in der Umgebung ein wenig umsehen. Okay, schon auf dem Weg. Nee, echt? So, hier können wir nichts mehr anklicken. Dann gehen wir mal hier rum. Oha, Hallöchen. Eine Darstellung der Stadt Gatineau, wie sie vermutlich im Mittelalter ausgesehen hat. Oh, Maulwurfshügel. Hier hat ein Maulwurf ganze Arbeit geleistet. Er fühlte sich wohl durch die Bagger inspiriert. Was soll ich machen? Auf Maulwurfsjagd gehen? Keine Zeit, ich muss die Welt retten. Ja, vielleicht wird das aber noch wichtig sein. Was ist das hier? Alufolie. Schon wieder Alufolie. Okay, nochmal ein Maulwurfshügel. Imbissstand. Eins der Baufahrzeuge. Können wir sonst nichts machen hier? Ich drücke mal auf einen der Knöpfe. Lieber Besucher, herzlich willkommen in der Ausgrabungsstätte Gatineau. Wir wollen Ihnen nun einen kleinen Überblick über die bewegte und geheimnisvolle Geschichte der mittelalterlichen Stadt Gatineau bieten. Bitte wählen Sie hierzu einen der folgenden Punkte aus. Ende des 7. Jahrhunderts gründeten Benediktinermönche auf diesem Fleckchen Erde eine Abtei zu Ehren des verstorbenen Erzbischofs Ostrebert von Rouen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich aus der Abtei eine blühende Kleinstadt. Zusätzliche Bedeutung erlangte sie als wichtige Station auf der Handelsroute zwischen Rouen und Paris. Okay. In der Nacht zum 5. April 1658 wütete ein verheerendes Feuer in den Gassen der kleinen Stadt. Über die Hälfte der im Schlaf überraschten Bevölkerung fiel den Flammen zum Opfer. Nahezu sämtliche Gebäude wurden zerstört. Aus bis heute unbekannten Gründen wurde ein Wiederaufbau erst gar nicht versucht. Die wenigen Überlebenden flüchteten panisch in die benachbarten Dörfer und Städte. In einer einzigen Nacht wurde aus einer blühenden Kleinstadt ein totes Stück Erde, das auch in den folgenden Jahrhunderten nie wieder besiedelt wurde. Als Anfang 2002 die Bauarbeiten für einen neuen Vergnügungspark beginnen sollten, stieß man im Zuge der Landvermessung völlig überraschend auf die Ruinen der längst in Vergessenheit geratenen Stadt. In den letzten Jahren wurden große Teile von Gatineau freigelegt. Dem Publikum sollen die Ruinen sowie einige rekonstruierte Gebäude im Rahmen des Vergnügungsparks zugänglich gemacht werden. Auch ein kleines Museum ist in Planung. Okay. Haken. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken hat. Ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Ich könnte an dem Haken ziehen und so den Kran zum Umkippen bringen. Dieser würde dann die Infotafel umreißen, unter der sich ein Erdölvorkommen befindet, das ich mir sofort aneigne und dann... Ja, red weiter, Nina. Red weiter. Der wohl sauberste und wohlriechendste Imbisswagen, den ich kenne. Könnte natürlich auch daran liegen, dass darin nichts zubereitet wird. Okay. Oh, hier ist so ein Schild. Da steht, bin gleich zurück. Das dauert anscheinend noch was. Glückskekse. Sie sind etwas unförmig.
scheinen selbst gebacken zu sein. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Doch lieber einen anderen Glückskeks? Ich lege meinen alten mal zurück und nehme mir einen neuen. Der sieht nicht sehr glücklich aus. Essen kann man denn nicht, oder? Oder aufmachen? Oh, sie isst ihn wirklich? Warum müssen diese Kekse eigentlich immer so widerlich schmecken? Aber vielleicht ist das der Preis dafür, dass man dann eine der unglaublich präzisen Lebensweisheiten erhält, die sich darin befinden. Diese hier lautet: Wenn am umgekehrten Ende der Kranich auf 7:30 steht, dann winkt dem Bärtigen das Glück. Wenn der umgekippte... Was? Okay. Kann man die anderen auch noch essen? Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Das wär's jetzt noch. Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet: Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, so beachte den Pfad der Hungrigen, auch wenn der trügerische Durst von oben kommt. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Können wir das jetzt endlos lange machen, oder ist das so ein Fake, oder? Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet: Wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Was sind das für Glückskekse? Ich nehme mal einen der Glückskekse. Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet: Pass auf, denn der große Zeiger folgt dem Kleinen so lange ohne Unterlass, bis auch seine Zeit abgelaufen ist. Ja, bringt uns das irgendetwas, dass wir jetzt diese Lebensweisheiten hier bekommen haben? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn wir die nochmal brauchen sollten, dann wär's... Oh, da ist eine Klappe. Dann wär's vielleicht ganz gut, die wenn wir... Die bekomme ich nicht auf. Der Deckel ist festgeschraubt. Das Werkzeug kann man nicht mehr, ne? Ja. Dann wär's vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal herkommen. Lazare Construction... Ein Plastikfelsen als Firmensymbol der Lazare Construction. Mal was Kreatives. In den Dingern leben manche Bauarbeiter monatelang. Einer der Hauptgründe, warum ich mich damals gegen den Bau entschieden habe. Okay, aber sonst kann man jetzt hier auch nichts sehen. Ah, nee, das ist ein Schmetterling. Auf dem Schild steht: Zu den Ruinen von Gatineau. Das Schild lässt sich drehen. Aber in welche Richtung soll ich es drehen? Und warum? Keine Ahnung, um jemanden zu ärgern vielleicht? Auf dem Tisch liegt allerhand Zeug rum. Ein altes Stromkabel, ein Taschenmesser und eine Wasserwaage. Moment, das Taschenmesser könnten wir vielleicht gebrauchen. Okay, das hat sie auch genommen. Stoffsäckchen hat sie auch, hä? Stromkabel? Eine Wasserwaage mit Laserpointer. Keine Ahnung, wozu man sowas braucht. Ja, zum Ausmessen, ne? Ein Verlängerungskabel. Ein Säckchen aus Stoff. Okay, benutzen können wir das nicht. Ah, Spiegel. Ja, den habe ich einfach mitgenommen. Sehr schön. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Wagen steht hier aber auch nicht erst seit gestern. Ich wollte eigentlich hinlaufen, Entschuldigung. Reparieren kann man es nicht mehr. Noch weiter zerstören auch nicht. Ich lasse es einfach in Frieden sterben. Oh, der arme Wagen. Da steht: Parken nur für Angestellte der Lazare Construction. Trischik? Ich würde mich schon gerne ins Auto setzen und einfach ganz weit wegfahren. Leider lösen sich damit die Probleme aber nicht in Wohlgefallen auf. Moment, das kann man... Den Pfeil kann man noch extra... Ein stabiler Pfosten aus Beton. Festgemauert in der Erden steht der Pfahl. Wurd reingerammt. Okay.
Wasserwaage, Stromkabel, Taschenmesser. Können wir jetzt erstmal kurz gucken, ob wir mit dem Taschenmesser hier irgendwas anfangen können? Die bekomme ich nicht auf. Der Deckel ist festgeschraubt. Ja, aber deswegen habe ich ja gedacht, vielleicht... Na gut, Wasserkabel. Wasserkabel. Wasserwaage werden wir dafür nicht gebrauchen können. Aber wenn sie das Messer dafür nicht benutzen kann oder möchte, ich kann nur unten rumgehen. Oha. Oh, eine Statue. Wen die wohl darstellen mag? Ah, hier sind sie. Ja. Was ist das für eine Statue? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. An der Statue ist eine Plakette. Und? Die Inschrift ist ziemlich verwittert. Es handelt sich offenbar um eine Statue des Heiligen... Heiligen irgendwas. Sein Name ist kaum zu erkennen. Heiliger? Ja. Unser Heiliger? Der, den Elise in ihrem Brief erwähnt hat? Ja, könnte durchaus sein. Hätte nicht gedacht, dass es so leicht wird, den zu finden. Tja, und nun? Nun werde ich versuchen, die Inschrift zu entziffern. Und ich sehe mich mal wieder nach weiteren Hinweisen um? Genau. Ich hab's befürchtet. Hat's eigentlich was gebracht, nochmal den Brief von Schwester Elise durchzugehen? Leider nicht. Ich habe extra noch einmal alles übersetzt, aber mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Kann ich die neue Übersetzung des Briefs haben? Klar. Immerhin haben wir ja jetzt einen Anhaltspunkt. Ich entziffere, Sie suchen weiter. Wer weiß, vielleicht ist die Inschrift ja gar nicht der Hinweis, nach dem wir suchen. Sondern? Keine Ahnung. Okay, ich suche weiter. Schließlich ist es mit großer Wahrscheinlichkeit diese Statue, von der Schwester Elise gesprochen hat. Und dementsprechend weiß diese Statue auch den Weg zum Versteck. Ich muss nur noch rausfinden, wie genau das gemeint war. Naja, nur noch? Aber was soll's, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auf geht's, suchen wir den Hinweis. Mir würde da ein Gedanke kommen. Wir haben doch... Eine Wasserwaage mit Laserpointer. Keine Ahnung, wozu man sowas braucht. Genau, mit Laserpointer. Ich weiß ja, wie die Dinger benutzt werden. Kann man das hier nicht irgendwie... anscheinend nicht. Ach so. Dann probieren wir das doch nochmal. Gute Idee. Wenn ich den Laserpointer auf den Arm lege, dann kann ich mit etwas Glück herausfinden, wo genau der Arm hinzeigt. Was hat er denn da im Arm? Keine Ahnung, was das sein soll. Kartoffeln oder so? Ich habe keine Ahnung. Der Kopf der heiligen Statue. An den Beinen kann ich nichts Besonderes feststellen. An den Beinen kann ich nichts Besonderes feststellen. So, kann man da gucken? Der Laserstrahl ist in einer Linie mit dem Arm ausgerichtet. Okay. Frage ist nur, wo das hin... Ah, die Inschrift? Die Buchstaben sind völlig verwittert. Könnte Latein sein. Oder Tongolesisch. Oder sonst irgendwas. Na gut, wir folgen dem Fall. Auf dem Schild steht, zu den Ruinen von Gatineau. Der Laserstrahl der Wasserwaage trifft genau auf den Pfosten. Unschön. Sehr unschön. Die Frage ist, kann man den irgendwie wegmachen? Der ist ja einbetoniert und alles, ne? Bringt uns der Typ da eventuell weiter? Ich habe keine Ahnung. Oder muss ich das Schild eventuell drehen? Das Schild lässt sich drehen. Ja. Noch ein klein wenig nach links. Noch ein klein wenig nach links. Noch ein klein wenig nach links. Ja, ich dachte... Noch ein klein wenig nach links. Ich drehe das Schild mal nach rechts. Also so ist es ja eigentlich richtig. Das heißt, normalerweise
Das Schild bildet jetzt eine Linie mit dem Arm der Statue. Ne? Das heißt, man müsste doch hier eigentlich dann was sehen, aber ich kann ja nichts sehen. Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Der Geländewagen, der da vorne auf dem Parkplatz steht, gehört er Ihnen? Ja, wieso? Och, nur so. Aha. Sie suchen also so ganz nebenbei nach historischen Überbleibseln? Klar. Wir müssen ja alles... Wonach genau... Alles, was... Aber unter... Keine... Oh. Ich überlasse Sie dann wieder Ihrer Arbeit. Okay. Okay, also er kann uns nicht wirklich weiterhelfen. Das heißt, wir müssten... Achso, ich dachte, wir müssen ja irgendwas mit dem Loch machen. Das heißt, wir müssten theoretisch diesen Laserstrahl hier verlängern. Weil der halt genau... Können wir eventuell... Ja, guck dir doch die Statue an, hallo. Können wir das eventuell wieder mitnehmen? Ah. Moment. Trick 17 aus der Bauzeit. Wenn das denn funktioniert. Oh, bleibe ich hier auch noch hängen? So, jetzt müsste der Laserpointer genau in die Richtung zeigen, in die auch der Arm zeigt. Mal schauen, wo er mich hinführt. Ja, genau. Jetzt geht das hier nämlich... Zum Imbissstand. Ja, super. Ach, der Typ ist aber wieder da. Er schläft im Stehen. Erstaunlich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Oh, hallo. Ist wohl letzte Nacht etwas spät geworden, was? Entschuldigung, ich muss eingeschlafen sein. Ja, scheint so. Gehören Sie zur Baufirma? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können, dass das Elend hier mal ein Ende hat. Was kann ich für Sie tun? Was gibt's denn Leckeres zu essen? Nichts. Nichts? Das hier ist doch ein Imbiss, oder? Oder doch nicht? Vielleicht ein getarnter Stützpunkt der Triaden? Sehr witzig. Hier ist nur ein einziger Arbeiter und der bringt sich sein Essen selbst mit. Also wozu sollte ich da den Grill erst anmachen? Kauft doch sowieso keiner was. Okay, überzeugt. Und eigentlich mag ich auch gar kein chinesisches Essen. Würde es heute auch nicht geben. Okay, es gibt derzeit gar nichts. Aber wenn es was geben würde, dann würde es heute kein Chinesisch geben, sondern stinknormalen Imbissfraß. Unterhalten wir uns gerade darüber, was es geben würde, falls es etwas geben würde? Ich glaube schon. Okay, wechseln wir das Thema. Mir fällt auch gerade was ganz anderes auf. Der ist natürlich nicht die Lösung, sondern ich gehe mal stark davon aus, dass das eigentlich noch weiter gehen müsste. Ich will ja nicht an Ihrem Geschäftsmodell zweifeln, aber lohnt es sich wirklich, hier einen Imbisswagen hinzustellen? Nein. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen die Frage jetzt vollkommen überflüssig erscheinen mag. Warum stehen Sie dann hier? Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass hier mit dem Bau eines neuen Freizeitparks begonnen werden soll. Daraufhin habe ich meine Beziehungen spielen lassen und einen Exklusivvertrag ausgehandelt. Ich sollte die Arbeiter vor Ort bewirten. Kein anderer durfte mir Konkurrenz machen. Eigentlich ein super Deal. Aber? Sehen Sie hier irgendwelche Arbeitermassen? Naja, von Massen zu sprechen wäre vermutlich leicht übertrieben. Ja, leicht. Was ist passiert? Die haben irgendeine seltene Pflanzenart entdeckt und daraufhin alle Bauarbeiten unterbrochen. Jetzt beraten Sie, wie es weitergehen soll. Aber das kann dauern. Lange dauern. Und warum sind Sie dann noch hier? Weil in meinem Vertrag steht, dass ich mich verpflichte, jeden der anwesenden Arbeiter zu verpflegen. Oder ihnen zumindest die Möglichkeit gebe, sich verpflegen zu können. Solange also dieser werte Herr Landvermesser noch da ist, muss ich auch bleiben. Sonst drohen Konventionalstrafen. Sie müssen für einen einzigen Arbeiter den ganzen Tag hier rumstehen? Das ist doch krank. Ja, sowas nennt sich Vertragsrecht. Ich entlasse Sie dann mal wieder ins Reich der Träume. Gibt es eine Möglichkeit, den Typen von hier wegzukriegen? Der Zettel aus dem Glückskeks. Darauf steht, pass auf, denn der große Zeiger folgt dem Kleinen so lange. Der Zettel aus dem Glückskeks. Wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen.
Der Zettel aus dem Glück, wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, so beachte den Pfad der Hungrigen. Auch der Zettel aus, wenn am umgekehrten Ende der Kranich auf 7:30 steht, dann winkt dem Bärtigen das Glück. Okay. Moment. Ich wickle die Alufolie formschön um den Pappbecher und schon habe ich einen mit Alufolie umwickelten Pappbecher. Faszinierend. Ja, ne? Finde ich auch faszinierend. Was das bringen soll, weiß ich nicht. Moment, können wir den mit irgendwas benutzen? Natürlich nicht. War nur so ein Gedanke, okay. Wir müssen den Typen auf jeden Fall wegkriegen. Können wir den vielleicht irgendwie mit irgendwas Angst machen? Moment, wo der war Zettel dieser? Aus dem, wenn du sowohl das Un... Genau, vielleicht das abgeben oder so? Hier, schauen Sie mal. Eine Lebensweisheit aus einem original chinesischen Glückskeks. Sollte Ihnen der Text nicht zu denken geben? Nein, das ist ja nicht mein Keks gewesen. Wenn Sie den Keks vorher aufmachen, dann ist es Ihr Hinweis für ein glücklicheres Leben. Stimmt, der Punkt geht an Sie. Heißt das, wir müssen uns jetzt noch einen neuen Keks besorgen, eventuell? Oder müssen wir ihn irgendwie anders ablenken? Also. Leer. Oh, nee, ne? Und wir können das Ding nicht da reintun. Ich wollte jetzt nicht den Chinesen ja abstechen, ne? Maulwurfshügel. Hä, ich denke, das geht nicht. Wollen wir mal schauen, was sich hinter der Klappe verbirgt. Willst du mich jetzt veräppeln? Batterien. Nicht überwältigend, aber immerhin besser als nichts. Dein Ernst jetzt? Einwegbatterien. Nicht gerade sehr umweltfreundlich. Ja, aber wofür brauche ich Batterien? Ach, das war ja sein Auto, ne? Ich würde mich schon gerne ins Auto setzen und einfach ganz weit wegfahren. Leider lösen sich damit die Probleme aber nicht in Wohlgefallen auf. Mit irgendwas machen, dass er Stromkabel. Ein Säckchen aus Stoff? Oder kann man. Nee, die kann man nicht da reintun, ne? Nee. Spiegel. Kann man mit dem Taschenmesser irgendwas machen? Vielleicht würde ich nach einiger Zeit tatsächlich eines der Schlösser damit knacken können. Aber dann bleiben immer noch drei weitere. Und das nur, um schmutzige Bauarbeiterunterwäsche begutachten zu können? Nee, danke. Mit dem Wegweiser? Das Schild ist nur mit einem Metallband befestigt. Keine Schrauben oder ähnliches. Aber ich wüsste auch nicht, was ich mit einem Schild soll. Bauwagen hatte ich ja gerade. Vermutlich könnte ich die Buchstaben tatsächlich mit dem Taschenmesser abschrauben. Aber was soll ich mit überdimensionierten Buchstaben? Keine Ahnung, aber ich muss ja alles mal ausprobieren, ne? Dieses Taschenmesser ist wirklich einmalig. Hoffentlich verliere ich es nicht. Okay. Der Felsbrocken ist zwar nur aus Plastik, sieht aber verdammt echt aus. Felsbrocken. Müssen wir damit irgendwas simulieren, dass da was runterkommt oder so? Oder? Da steht, parken nur für Angestellte der Lazare Construction. Das Schild ist festgeschraubt. Können wir das irgendwie abmachen mit dem Taschenmesser?
Ich hab so eine Idee, weil das sieht hier so prädestiniert aus. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Ist jetzt nur die Frage, ob das funktioniert, was ich denke. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Ja. Frage ist, kann man das hier... Da ist ein Parkenschild jetzt. Bringt uns das was? Das ist natürlich die Frage. Er wird das dann höchstens hier wegstellen und dann nach hinten stellen, denke ich mal, ne? Den vielleicht noch irgendwie... Der Stein ist zwar nicht sonderlich schwer, aber scharfkantig. Und ich werde keine Autos zerkratzen. Weder hier und jetzt, noch später. Moment, hiermit könnten wir das doch auch machen. Ja. Also, das ist schon so, wie ich mir das jetzt gehofft hatte. Die Frage ist, kriegen wir ihn so weg? Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Ich will Sie ja nicht beunruhigen, aber eigentlich muss ich das wohl. Wieso? Was ist passiert? Sie sollten sich mal Ihr Auto anschauen. Hier, das Schild warnt vor Steinschlag und der erste große Brocken hat bereits das Auto neben Ihrem getroffen. Sie haben recht. Normalerweise müsste ich mir tatsächlich Sorgen machen. Aber? Aber mein Horoskop sagt, dass heute mein Glückstag ist. Und dementsprechend mache ich mir da keine großen Sorgen. Sie ignorieren alle drohenden Gefahren, nur weil Ihr Horoskop irgendwelche schwammigen Andeutungen macht? Es ist wie mit fast allen Dingen im Leben. Wenn man ganz fest an etwas glaubt, dann wird es auch geschehen. Puh, Sie sind nicht zufällig Anhänger dieser Puritas Cordis-Sekte, oder? Puritas was? Schon gut. Wenn Sie der Meinung sind, dass man nur wegen eines Horoskops selbst die offensichtlichsten Anzeichen drohender Gefahr ignorieren muss. Ja, der Meinung bin ich. Und solange mir das Horoskop nichts anderes sagt, bleibe ich auch bei dieser Meinung. Okay. Eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren, weil wir sind nämlich langsam mit der Zeit ziemlich weit drüber. Eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren. Kann er vielleicht was damit anfangen? Was? Entschuldigen Sie die Störung, aber gäbe es irgendwie die Möglichkeit, diese großartige Lebensweisheit wieder in einen Glückskeks zu kriegen? Klar, man muss einfach nur einen neuen Keks backen. Würden Sie das für mich tun? Na gut, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Yes! Es hat ihn verraten, dass er gesagt hat, hier von wegen seine Lebensweisheit und sowas. Also er hatte ja schon offenbar einen Glückskeks gegessen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnten wir da... Hat er den jetzt reingelegt? Ein paar Minuten später. Perfekt. Vielen Dank. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den auch noch aufnehmen. Also dass er ihn aufnimmt, nicht wir. Ich habe hier einen ganz frisch gebackenen Glückskeks für Sie. Oh, das ist aber nett. Das hört sich gar nicht gut an. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Mein Horoskop hat mir eigentlich einen sorglosen Tag prognostiziert. Aber vermutlich sollte ich auf die Hinweise achten, die mir der Glückskeks gegeben hat. Sonst passiert am Ende doch noch ein Unglück. Die Lebensweisheit aus dem Glückskeks scheint ihn schwer zu beunruhigen. Ja, und wenn ich Ihnen das jetzt sage? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Dieser eine Glückskeks, den ich Ihnen gegeben hatte, der scheint Sie wirklich zu beunruhigen, oder? Ja, ein bisschen schon. Dabei dachte ich eigentlich, mir könnte heute nichts mehr passieren. Und das hat sich jetzt geändert? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich ganz genau aufpassen. Wenn ich die Warnung ignoriere... Und auch noch das Unglück meines Nächsten nicht beachte, dann wird mich das Unheil heimsuchen.
Hoffentlich verpasse ich die Zeichen nicht, die mir das Schicksal gibt. Ich habe ein gutes Zeichen für dich. Ich möchte nicht drängeln, aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich mir um mein Auto wirklich Sorgen machen. Sollte ich? Sie sollten. Das Schild Achtung Steinschlag, der schon etwas deformierte Wagen daneben. Und denken Sie an die Warnung aus dem Glückskeks. Wenn du sowohl die Warnung als auch das Unglück deines Nächsten ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Genau. Die Warnung ist das Warnschild. Und das Unglück deines Nächsten, könnte das eventuell der große Felsbrocken in dem Auto neben Ihrem sein? Sie haben recht. Womit Sie nun wieder recht haben. Ich werde den Wagen wohl besser woanders hinstellen. Gute Idee. Am besten möglichst weit weg. Und? Ist er jetzt in Sicherheit? Ja, ich hoffe schon. Vielen Dank, dass Sie mich vor dem drohenden Unheil gewarnt haben. Aber gerne doch. Meine völlig uneigennützige Hilfsbereitschaft ist mittlerweile legendär. Okay, aber er steht zumindest nicht hier drin. Ja, ist jetzt die Frage, ob uns das jetzt was gebracht hat. Dann würde ich sagen, dass wir nochmal ganz schnell mit dem Chinesen sprechen. Puh. Was? Oh, bin ich schon wieder eingeschlafen? Könnte man fast meinen. Tut mir leid, was kann ich für Sie tun? Meinten Sie nicht, Sie würden hier so lange stehen müssen, bis der Landvermesser sich in den Feierabend verabschiedet hat? Ja, aber bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Ich weiß nicht. Sehen Sie sein Auto irgendwo? Oh, hat er schon Feierabend gemacht? Wäre seltsam, so früh. Das kann Ihnen doch eigentlich egal sein, oder? In der Tat. Warum soll ich nicht auch einfach mal Glück haben und dieses Glück einfach genießen? Sie entschuldigen mich bitte. Ich muss weg. Schon erstaunlich. Egal wie träge jemand auch sein mag, sobald es um den Feierabend geht, bewegen sich alle plötzlich mit Überschallgeschwindigkeit. Kann mir aber auch egal sein. Hauptsache, der Imbisswagen ist jetzt nicht mehr im Weg und der Laserstrahl... Ja, der Laserstrahl. Wo ist der hin? Ja, jetzt, wo sie es sagt. Ich habe allerdings eine kleine schlechte Neuigkeit. Und zwar habe ich jetzt nebenbei eine Nachricht bekommen. Deswegen wahrscheinlich auch der kleine Cut eben noch. Und zwar muss ich jetzt mal eben weg. Das heißt, ich würde sagen, dass wir hier mal einen kleinen Cut auch in der Folge machen. Dass wir in der nächsten Folge dann mal gucken, warum der Laserstrahl weg ist und wie wir das Ganze in Anführungszeichen wieder reparieren können. Und ja, wohin der Laserstrahl im Endeffekt führt, falls wir das Ganze repariert bekommen. Aber ich gehe ja immer vom Positiven aus. Also dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.